Traditionelle Freisprechungsfeier der Metallgewerke-Innung Mittelholstein für den Kreis Segeberg und die Stadt Neumünster im Restaurant Kaisersaal in Bad Bramstedt. Nach bestandener Prüfung wurden die Auszubildenden des Metallgewerbes des Kreises Segeberg und der Stadt Neumünster in den Gesellenstand entlassen. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von handwerk-mittelholstein.de, dem Internetportal der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein. Mit der Freisprechungsfeier wurden die ehemaligen Lehrlinge durch den Obermeister traditionell geehrt und von ihren Ausbildungspflichten freigesprochen und erhielten dann ihre Prüfungszeugnisse. Heute haben wir unsere Metallbau-Auszubildenden aus der Ausbildung quasi entlassen. Die haben ihre Abschlussprüfung gehabt und haben sie auch alle bestanden. Und das haben wir heute gefeiert und geehrt. Das Metallgewerbe ist so vielfältig, dass man eigentlich in alle möglichen Bereiche gehen kann. Und das Tollste daran ist eigentlich, man schafft aus dem Nichts, lässt man Dinge entstehen. Wenn man mal so um sich herum guckt, eigentlich jedes Bauteil, alle Sachen haben irgendwas Metallisches mit drin. Vieles wird industriell hergestellt, aber auch ganz vieles handwerklich, was wir dann erledigen. Und das ist fasziniert einfach, Dinge entstehen zu lassen. Also aktuell ist das so, dass es gerade im Handwerk der Markt boomt. Wir Betriebe haben alle viel zu wenig Mitarbeiter und suchen händeringend Fachkräfte. Insofern sind die Chancen aktuell besser denn je. Sei es für frische, ausgelernte Junggesellen, dass sie irgendwo als Facharbeiter in Betriebe reinkommen, genauso auch für Auszubildende selber. Die Chancen sind aktuell wunderbar. Moin, ich bin Jure Rocker, arbeite bei Kreinberg GmbH in Norderstedt und habe gelernt Feinwerkmechaniker, Fachrichtung Feinwerkmechanik und bin Innungsmeister geworden. Ich finde meine Ausbildung sehr gut, weil man sehr viele Teilabschnitte hat, auch mit Wartung sehr viel mehr Erfahrung sammeln kann in auch kleineren Dingen, und es ist einfach ein bisschen agiler als nur Metallbau, finde ich. Ich möchte erst mal ein paar Jahre bei meiner Firma arbeiten und Erfahrung sammeln. Ich habe da auch mein eigenes Projekt mit meinen Dreh-Fräs-Automaten. Vielleicht möchte ich später noch Weiterbildung machen, aber das schaue ich dann später. Gemeinsam mit den anwesenden Gästen wurde im Anschluss bei einem Imbiss der neue Lebensabschnitt gefeiert. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von handwerk-mittelholstein.de, dem Internetportal der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.